Ja, ich meine Lieben, willkommen zu einem kleinen Test-Let's Play oder wie man es nennen möchte. Ich habe mir gestern, oder vorgestern schon, keine Ahnung wann, habe ich mir Flife besorgt, Flife of One. Und ich mache das Ganze bei mir nochmal im Kopfhörer noch ein bisschen leiser. Ich hoffe, man versteht mich dann noch ordentlich. Ich habe es jetzt noch nicht getestet. Ich habe nur mal geguckt, das Spiel wird wahrscheinlich sehr viel Speicherplatz verbrauchen, denke ich mir mal. Es hat aber eine Auflösung von 1024x768 und die lasse ich auch so, weil je niedriger die Auflösung ist, desto besser kann ich es aufnehmen. Und ich spiele jetzt einfach mal ein bisschen und werde auch mal gucken, ob ich das vielleicht ein bisschen länger spielen werde. Da es ein MMORPG ist, ist es ein bisschen langweilig, manchmal ein bisschen. Sag mal so, ich habe früher auch mal Guild Wars gespielt, hatte auch nur vor zu Let's Playen, aber da das Ding viel zu viel Speicher verbraucht. Und natürlich habe ich mich gestern auch beschäftigt zu stellen. So, da sind wir wieder. Und da Guild Wars viel zu viel Speicher verbraucht, selbst bei gerenderten Videos mit Sony Vegas, auch das 200 MB. Also ich würde euch raten, nie Sony Vegas eigentlich zu benutzen. Ich benutze es nur, weil es nicht so viel RAM frisst wie Camtasia, und Camtasia bricht gerne mal ja mal das Rennen ab. Naja, jedenfalls, wir gucken uns erstmal hier alles an. Ich habe, oh, das ganze Restlock-Internet ist da verschieden. Ich habe es noch nicht gespielt, beziehungsweise glaube ich, habe es mal vor Jahren mal kurz eingespielt, dann war es irgendwie nichts für mich. Naja, weiß nicht, ob sich das geändert hat. Gut, da hier ein Prolog irgendwie ist, damit ihr auch mal lesen, über Fliff, was ist das denn? Achso, nun, das ist nochmal so ein Kram. Prolog, mache ich hinter das noch auf. Credits, aha. Die Geschichte Madrigals und der drei Schelmengötter. Schelmen, okay, na gut. Kapitel 1, Geburt. Vor langer Zeit vereinten die fünf Götter von Leis ihre Kräfte und erschufen eine Welt namens Roika, eine Welt voller Wunder und Magie. Sie trafen sich und legten die Grundpfeiler für die Welt fest, die sie erschaffen wurden. Sie erschufen das Wasser, damit das Leben gedeihen konnte. Sie erschufen den Wind, damit das Leben atmen konnte. Sie erschufen die Erde, auf der das Leben wachsen konnte. Sie erschufen das Feuer, an dem sich die Bewohner wärmen konnten. Und sie erschufen den Blitz, um die Menschen daran zu erinnern, dass sie nicht alleine waren. Kapitel 2. Rises. Oder Rises, keine Ahnung. Die junge Welt Roika glich anfangs ein Paradies. Die Menschheit gedieh und breitete sich auf den gesamten Kontinent aus, während die Schöpfer sich am Leben erfreuten, das sie geschaffen hatten. Da die Menschen sich bald einsam fühlten, baten sie die Schöpfer, ihren Gefährten zur Seite zu stellen. Sie wünschten sich Freunde, an die sie sich in schwierigen Zeiten wenden konnten. Und so wurden die Tropads erschaffen, die mit den Menschen den Rest der Welt bevölkerten und für viele Generationen friedlich beisammen lebten. Es kam der Tag, an dem die Götter von Leis im Anblick ihrer Schöpfung leid waren. Sie bereiteten sich darauf vor, Roika für immer zu verlassen und nach Hause zurückzukehren. Tropads und Menschen baten die Götter von Leis zu bleiben. Leider, so sprachen die Schöpfer, können nicht auch eben verbietet werden. Und so erschuf die Schöpfer Riesel, Weißes und machten sie beschützt. Ruhig jetzt weiß es, macht ihr alles eben ruhig über 1000 Jahre. Doch ein Milch überkam sich gut, dass die Götter. Ach, das geht so schnell. Kapitel 3, der Krieg der Schelmengötter. Weißes vereinte die Kraft der drei Aspekte ihrer selbst und erschuf so drei Schelmengötter, Schelmergötter. Aus der Lebensfreude und Reinheit erstand Bubble. Die Angst und der Zorn repräsentiert Shade. Ah, die Gleichgültigkeit wird von Evilis personifiziert. Wütend machte sie Shade sogleich daran, Roika und seine Bewohner zu zerstören. In Zorn trennte sie einen Landstrich von Roika ab und ließ ihn in die Höhe schweben. So erhoffte sie so als im Dorf ist noch nicht in einen Landstrich Madrigal bekannt, wollten über den Menschen zu wissen. Auf wütend darüber, dass er dann nicht aufgegangen war, erschuf Shade, Volk, Maskwa-Pets als seine Wörter. Ich will seinen Namen und uralte Legenden nachstellten sich daraufhin acht Helden der Armee der Maskapets. Was zur Hölle? Super. Kann ich das irgendwie
Nee, kann ich nicht vorspulen. Ach toll, das habe ich nicht zu Ende gelesen. Naja, jedenfalls müssen wir wahrscheinlich gegen diese komischen Maskerfetze oder so kämpfen. Na, keine Ahnung. Ich gebe mal mein Passwort ein, wenn ich mich nicht vertippen würde. Oh, habe ich es richtig angegeben? Ja, gut. Ich habe übrigens noch keinen Charakter. Ich weiß auch nicht, auf welchen Server ich spielen soll. Petros, Muran oder Devos. Was heißt ein PK? Plaekele oder was? Nehmen wir einfach mal... Hydros, Channel 1, warum auch immer. Ja, gibt niemals, dann passt es weiter und wir haben keinen Charakter, natürlich haben wir keinen Charakter. Also machen wir mal neu. Und ein Mann bitte, schon mal. Die sehen eben komisch aus, die Scharras. Na, Anime, du kein Name. Klein Kuhn natürlich. So, Haarfrisur. Aha. Also wir zählen mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 Frisuren gibt's. Wow. Was nehme ich denn für einen? Nehmen wir den. Haarfarbe kann ich irgendwie nicht ändern, warum auch immer. Der Name darf nicht mehr als 16 Zeichen haben und darf kein Sonderzeichen enthalten. Dann muss ich das hier wegmachen. Gesicht. Wow. Voll große Auswahl. Nehmen wir das. Bankpasswort. Was nehme ich da für ein Passwort? Wichtig, brauchst du für jeden Login. Nein, was zum... Ach so, okay. Ach nee, ich kann nur 4 Zeichen nehmen. Oder 1, 2, 3, 4. 4 Zeichen, was nehme ich denn vom Passwort? 1, was ich mir auch merken kann, ist heute... nehme ich das. Passt auch. So, okay, hoffentlich merke ich mir das auch. Okay. Kleinkuhn. Gut. Okay. Bankpasswort eingeben. Das schneide ich mal kurz. Oh, muss ja nicht wieder mein Bankpasswort hier rausfinden, ne? So, weil das ist richtig. Habe ich es richtig gemerkt. Naja, verbinde. Viel Spaß beim Spielen. Und mach das auch mal bitte. Verbinden. Und er laggt. Dill. Warte, 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 bleib stehen, bleib stehen. Oh, es leckt gerade, ihr wisst. Boah. Warum auch es gerade geleckt hat, ich weiß es nicht. Ich sollte mal schneiden. Ja, Bild hoch ist hier ranzoomen. Okay, oh Gott, ich seid hier vollkommen erschlagen. Gibt es hier irgendwo eine Einstellung, wo ich die Auflösung ändern kann? Okay, man kann nicht die Auflösung ändern. Und warum geht das? Es geht man. Gut, ich bin gerade ein bisschen erschlagen von den ganzen Fenstern hier. Kleinkunden F1, das ist anscheinend mein Schacherfenster, HP, MP, FP, Fähigkeitspunkte. Erfahrung, BT, was ist denn BT? Ruhebonus. Vergrößert die XP-Punkte, die man bei der Monsterjagd erhält. Ach so. Erfahrung, FP, keine Ahnung, was das ist. Was ist das? Das würde ich erstmal nicht anklicken. Ich lese erstmal das hier. Was bist du denn für einer? Hallo, mein Name ist Infopang oder Pang, keine Ahnung. Lass mich dir helfen und dir ein paar Infos geben, damit du in dieser Welt überleben kannst. Probier's mal. Weiter. Lass mich dir die Steuerung erklären. Benutze das entweder die Maus oder die Tastatur. Mit der Maus machst du einfach einen Linksklick auf den davor gesehenen Platz. Du kannst dich auch mit der Hilfe der Tastatur fortbewegen. Drücke einfach die Taste für die Richtung, in die du möchtest. W vorwärts, wie ist er die Steuerung? Ach du Kacke, was ist das für eine komische Steuerung? Dann mach ich doch lieber so. Gut, wusstest du, dass du hier gehen und rennen kannst? Der normale Charakterstatus wird eins zusammengeschrieben. Aller Spieler ist der Rennenmodus. Wird eins auch zusammengeschrieben. Aber die Übersetzer können wir natürlich nicht richtig übersetzen. Wie bei allen Spielen irgendwie. Wenn du gehen möchtest, drück einfach X. Drücke X. Aha. Wow. Das mache ich ja bestimmt nicht so langsam, wie ich dann bin. Gut gemacht. Als nächstes lernen wir, wie man springt. Es ist einfach. Wenn du springen möchtest, drücke die Leertaste. Wenn du während des Laufens springen möchtest, drücke die Leertaste in Verbindung mit einer Richtungstaste. Boah, ist das hoch. Ach du Scheiße. Na, wie ist es? Es ist einfacher, nicht wahr? Warum machst du? Na egal. Ausrufezeichen, Fragezeichen, mach mal nicht. Das sieht unschön aus. Als nächstes erkläre ich dir, wie man die Kamera an sich dreht. Du kannst in die Richtung sehen, indem du deine Maus bewegst, während du die rechte Maustaste gedrückt hältst.
Was ich dies erkläre, wird der Schwede sehr nützlich sein. Ich werde nun erklären, wie man in der Kamera...